Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Studio 96 und wir sind wieder live. Naja, live, ja, wir sind schon live, ja, aber wir analysieren heute eine Aufzeichnung, die nicht live ist, aber ja, dazu haben wir uns wieder einen Gast geholt und der heißt, oder sie heißt Linda. Ich bin schon ganz aufgeregt. Sie ist momentan noch nicht da, aber ich erwarte sie jeden Moment. Regie, vielleicht wisst ihr da mehr, könnt ihr mir da was dazu sagen? Nein, dazu wissen wir nichts. Wir wissen nicht, wo sie steckt. Sie müsste aber, glaube ich, jeden Moment kommen. Ja, okay, dann bleibt uns ja nichts übrig, außer zu warten. Und ich warte eigentlich nicht wirklich gern. Was soll ich auch den Zuschauern dann so erzählen? Wann, was? Wie? Was? Wie geht dir? Ich bin Linda. Linda, ich komme aus Thailand. Ich komme aus Thailand. Also, entschuldige, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, wer bist du nochmal? Wo kommst du her? Das habe ich noch nicht, das habe ich, glaube ich, nicht richtig verstanden. Ich bin Linda und komme aus Thailand. Thailand. Du Deutschmann, du nix verstehen, ne? Aus Thailand. Ah, du heißt Linda und kommst aus Thailand. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, na, dann Linda, herzlich willkommen im Studio. Und was ist so deine Spezialität? Was kannst du gut? Also wir wollen ja hier analysieren und so weiter, ja? Komm aus Thailand und mach gut Massa. Du bekommst gut Massa von Linda. Okay, gut Massa von Linda. Kräftig Arm. Kräftig Arm. Ja, das klingt ja ganz verlockend, aber ich meine, was kannst du sonst so? Warum bist du? Wir haben noch Leute gesucht, mit denen wir hier jetzt eine Kampfszene analysieren können. Kannst du das? Fühlst du dich dazu imstande, da mitzureden? Kennst du dich da aus in der Szene? Es ist ein Wettkampf, ein Turnier und die Leute müssen analysiert werden. Ah ja. Ich verstehe alle, was du sagst. Ich verstehe. Ja. Nun also, okay. Dann können wir ja mal davon ausgehen, dass Linda alles versteht, was ich sage und auch dem Kampf folgen kann und eine hoffentlich hitzige Debatte mit anstößt, die uns dann einen enormen Mehrwert bringt. Wir werden sehen. Wir werden gleich mal das Video anstoßen und dann werden wir sehen. Mehrwert. Ich verstehe alle. Ja, ist ja gut, Linda. Also, okay, aber jetzt erstmal das Video hier. Fängt das jetzt an und ja, jetzt wird analysiert. So, die Champions haben sich vorbereitet und rennen, stürzen sich förmlich in den Kampf. Und ja, der erste Schuss war dem Freund in den Rücken und da sofort ein Kill, ein erster Kill. Sehr schön, sehr superb. Linda, was sagst du dazu? Was sagst du? Das ist brutal. Das ist richtig brutal. Na, ich kann nichts sehen. Ich kann nicht hingucken. Ja, da geht's schon los. Ich hab's doch gewusst. Das Gejammer der Weiber. So, dann haben wir den Salat. Nun haben wir uns einen Spezialisten ins Haus geholt, ins Studio geholt. Und dann ist dieses Gejammer. Das ist ein Wettkampf, Linda. Ein Wettkampf. Hier kämpfen die Leute um Anerkennung, Ehre und Ruhm und so weiter. Und du jammerst und flennst. Ja, ich nix flenne. Ja, ich mag nicht so brutale Dinge. Ich mag Liebe lang. Ja. Das Linda mag Liebe. Okay, dann wissen wir es jetzt. Linda mag Liebe und macht Liebe lang. Und ja, vielleicht bist du dann ja fehl am Platz, Linda. Der Kampf geht schon eine ganze Weile und wir haben noch nicht einmal analysiert. Wegen dir. Nichts wegen mir. Linda, nicht Schuld. Linda, du. Ich hab dich doch gar nicht. Ich kann doch nicht so sein. Linda. Tommy! Nun mach sie mal nicht so fertig, hilf ihr mal. Siehst doch, dass sie traurig ist. Du hast dir die Seele gebrochen. Du Rohrklotz, du kannst doch so nicht mit Frauen umgehen. Ja,
Linda, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen, ich wollte dir nicht wehtun und du hast ja, scheinst ja eine weiche Art zu haben, wie man es nennt. Ich bin halt mehr so, ja, der grobschlächtige Typ, ja, ich gucke mir halt Ballereien an und... Ballereien! Linda, krieg dich mal wieder ein, bitte, hör mal auf. Okay. Okay, leg da bitte gut. Leg mal wieder gut, lieb. Ja, Lila ist wieder gut, ja. Oh, alles gut, alles gut. Ich bin wieder da. Bin wieder voll da. Puh, ja, Linda, das freut mich. Da bin ich ja richtig gerührt jetzt und auch erleichtert sozusagen, dass du wieder voll da bist. Und wie gesagt... Verzeih mir, ich wollte dir nicht wehtun und ja, alles okay wieder, prima. Also kannst ja weitergehen. Du, Tommy, komm langsam mal zum Schluss. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Film ist noch gleich zu Ende, er muss analysiert werden. Obwohl, das können wir heute, glaube ich, vergessen. Ja, Regie, ich glaube auch, dass wir das vergessen können. Das wird heute leider nichts mehr, aber... Ja, ich habe immer mein Auge auf den Film geworfen, auf den Wettkampf und es war doch sehr spektakulär, muss ich sagen. Du, Tommy, gib mir deine Telefonnummer. Ich gebe dir meine Nummer. Ruf mich an, ruf mich an. Ich komm vorbei und mach ein Leben lang mit Tommy. Nein, Linda, Mann, du kriegst meine Telefonnummer nicht und ich will auch nicht deine Telefonnummer. Du, ich meine, ich will jetzt nicht wieder, nein, ich sag's lieber nicht, dann fängst du wieder, nein, ich sag auch das wieder nicht, nein, Linda, lass uns einfach nur Freunde bleiben. Na, Freunde, auch, okay, Freunde können auch machen, lieben lang. Gar kein Problem, Freunde können auch machen, lieben lang, ja, du machst dein Ding und ich mach mein Ding und dann, du komm vorbei und ich rufe dich an, okay, ich rufe dich an. Nein, Linda, wie oft noch? Ich rufe dich nicht an und du rufst mich nicht an, aber ich muss mich jetzt langsam mal von den Zuschauern verabschieden. Der Film neigt sich dem Ende zu, genießt noch das den letzten Rest, den werde ich mir auch noch reinziehen. Ich werde mir den Film auch später nochmal angucken. Es war, glaube ich, ein schöner Kampf. Ich habe ja nicht so viel davon mitbekommen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein, Studio 96. Es sagt Tschüss, euer Tommy. Und Linda sagt auch Tschüss. Wenn du deutscher Mann und deutscher Pass, ruf mich an, ja. Ich komm vorbei, gib dir mal da. Schöne Massage. Linda, jetzt ist aber mal gut, lass mal die Zuschauer in Ruhe. Du kannst auch nicht unsere Zuschauer noch behelligen. Ich kann nicht, 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 ich